Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Ödland. Wir stehen wieder in Megaton, wo wir das letzte Mal mehr oder weniger auf dem letzten Zahnfleisch hingeflüchtet sind. Und hatten aber, glaube ich, festgestellt, dass Moira nicht ein Gramm... Na, wie geht's? Ach, sei ruhig. Wollen Sie im Ernst, dass ich mich wegen dem Buch da draußen verletze? Betrachten Sie das doch nicht als Selbstverstümmelung. Freuen Sie sich auf die kostenlose Behandlung. Sie verletzen sich doch sowieso. Gut, wir wollen erstmal mal das Angebot anschauen. Schauen Sie ruhig. Waffen? Nein. Kleidung? Hilfe? Wir haben auch keine Grundkragen, ne? Sonstiges. Das ist echt, das ist... wie viele Stimpacks habe ich denn überhaupt noch? Ja, nützt mir die 45er. Ach, der ist auch komplett zerstört. Das ist natürlich auch kein Wunder, dass ich hier irgendwie... Wo kriege ich denn jetzt einen Helm her? Stimpack 7. Stimpack 7, da brauche ich einen Helm, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Stimpacks. Wie viel gibt's denn da? 2. Akzeptieren. Beenden. Gute Jagd. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Wie war das denn mit dem? Kann ich hier irgendwo runterhüpfen und mich verletzen? Das sollte doch irgendwie machbar sein, oder? Oh, was haben wir denn hier? Okay, da hatten wir ja auch noch eins, oder was? Verletze ich mich hier? Das sieht mir alles so flach aus. Dass da gar nichts passiert, wenn ich hier runterhüpfe. Oh, komme zu uns, Atom. Oh doch. Beschenke deinen unwürdigen Diener. Wie optional eine schwerwiegende Verletzung. Wie schwerwiegend das will ich denn noch? Ich bin doch schon so gut wie tot. Hallo. Jetzt machen wir sicherheitshalber mal F5, bevor ich jetzt hier nochmal runterhüpfe. Er kommt mit den Wolken. Und jedes nee, das war nix. Das war nix. Aber wenn ich da jetzt nochmal runterhüppel, werde ich über die Klinge. Ich will nicht sterben. Oh, hier ist er noch. Wir haben das leckende Rohr repariert. Hatte ich nicht schon 3? Wie viel waren das denn? Daten, Aufgaben. Vielfältige Mensch. Flucht. Die Familienfeier. Stritt in seiner Defense. Wer war denn der Kommende? Ha. Jetzt habe ich gedacht, allen Ernstes, ich hätte da eins abgeschlossen. Aber anscheinend doch nicht.
Wenn ich jetzt hier runter hüppe, habe ich nur das Gefühl, das wird mein Ende sein. Mach mal F5 und hüppen. Ja! Geht's noch nicht ganz so weit? Wenn ich jetzt hier runter hüppe? Nee, hier passiert gar nichts. Hier passiert gar nichts. Jericho. Suchen Sie einen Doktor auf. Wo war ich jetzt? Ach. Ich müsste mich ja noch mehr verkrüppeln, aber irgendwie muss ich sagen, habe ich jetzt überhaupt momentan nicht den wilden Ehrgeiz, mich irgendwie noch mehr zu verkrüppeln. Das ist der Saloon. Ne, der ist abgeschlossen. Hier ist doch Moriarty, der geistert da rum. Da haben wir aber momentan irgendwie nichts. Herrentoilette, ja. Supplies geht da runter. Oder darüber. Ach, nee. Was tut man nicht alles für Geld? Jetzt machen wir das hier, beenden wir das. Oh, wo ist er denn da? Wissen Sie, es gibt da ein neues Rezept zur Zubereitung von Red Kakerlakenfleisch. Oh, lecker. Schmeckt leider trotzdem nach Käsefuß. Ja, das dachte ich mir. Wie geht's denn so? Na, wie geht's? Ich bin angeschlagen, das tut echt weh. Ich weiß, dass es weh tut, aber es dient einem guten Zweck. Versuchen Sie, sich nicht so sehr zu krümmen und zu winden, während ich Notizen mache. Oh, Mädel, macht so zum Kuckuck. Wie würden Sie den Schmerz beschreiben, den Sie spüren? Haben Sie einen Rat, wie man ihn erträglicher machen könnte? Ich frage das für die Nachricht. Ja, ist richtig. Das Adrenalin hilft. Das glaube ich gern. Hilft es auch, wenn Sie Wunden zusammennähen und Knochen schienen können? Es fällt sicher schwer, solche Sachen selbst zu machen. Ja. Zum Glück kann ich sie zusammenflicken. Halten Sie still und hören Sie auf zu zucken. Das ist eine gute Idee. Yeah. Wie kann man denn nur so rumlaufen? Ja, und jetzt? Okay, ich habe Ihnen sogar ein Smiley-Gesicht gelegt, um Sie bei guter Laune zu halten, obwohl Sie es nicht wirklich sehen können. Hier, nehmen Sie meinen Umgebungsanzug. Er wird Ihnen beim Verarzten helfen und dürfte auch vor den Auswirkungen der Strahlung schützen. Zweimal mit X. Deswegen war es das jetzt, Umgebungsanzug. Im letzten Teil geht es um die Meyerlooks. Ja, wenn wir mehr über sie wissen, können wir den Leuten helfen, ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie gar auszutricksen. Ich besorgte mir dieses Observierungsgerät, um sie in ihrem natürlichen Umfeld beobachten zu können. Verstecken Sie es in einer der Laichkugeln im Bau. Na gut, ich werde es versuchen. Großartig. Ich schlage das Nest beim Anchorage War Memorial vor. Ich kannte mal einen Händler, der von Meyerlurks da unten erzählt hat. Gehen Sie rein und suchen Sie einen Ihrer Laichbälle. Die finden Sie vermutlich in Wassernähe. Legen Sie diesen Beobachter hinein und gehen Sie leise. Na toll. Und sorgen Sie dafür, dass Sie keine nistenden Meyerlurks umbringen, da dies die Aussagekraft der Studie beeinträchtigen könnte. Ah ja, okay. Können Sie mal aus... Wenn Sie die Kronkorken haben, kann ich das sicher tun. Was kostet denn eigentlich der Helm? Reparieren 24? Okay. Konntest du ihn sogar reparieren? Fertig. Ich muss jetzt gehen. Und immer dran denken. Ich kaufe alles. Das dachte ich mir. So. Zumindest mal haben wir jetzt etwas wieder mehr Schutz. Ich hatte da gar nicht dran gedacht hier, ja, dass der Helm natürlich halb irgendwie. Was ist das? Also Strahlenresistenz. Ja. Was darf sein? Ach, sei ruhig. Ich wollte eigentlich mal gucken. Waffen.
Wir haben ja jetzt... Ja? Sie schon wieder? Gehen Sie doch Jenny oder Leo auf die Nerven, okay? Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, Andi. Ich habe noch ein paar Fragen. Ach, na gut. Aber bitte Beeilung. Ach, das sind nochmal die gleichen. Was können Sie mir... Ja, gut, wir sehen uns später, Andi. Was auch immer. So, an sich wollte ich mal gucken. Wie sieht es denn überhaupt? 5 von 70 mit diesen Dingen. 2 von 67. 0 von 0. Hervorragend. Ja, das sind die Granaten, die ich jetzt nicht wirklich brauche. Ja, das kann man erst nach der Reparatur. Dann würde ich sagen, nee, wir nehmen die. Ist jetzt die Überlegung. Hatte ich mir überlegt, genau. Was machen wir jetzt? Und zwar entweder Daten. Weltkarte und zwei. Ist mir eingefallen, wo wir doch diese Familie, und zwar wir waren doch hier in dieser Station, da war doch irgendwas von wegen, die ist in der U-Bahn. Und hier war doch so ein Raum, in dem wir rein sind, und da kam so Meyerlux entgegen, das ist mal wieder abgehauen. Und da habe ich mir überlegt, eventuellerweise hätten wir hier einfach weitergemusst. Alternativ würde ich aber gerne nochmal zu diesem Moonbeam-Freilicht-Kino gehen, weil da sind wir ja vor dem Django mit dem dicken... Mit dem dicken Maschinenwehr abgehauen, da gab es ja Räder, eventuellerweise gibt es hier aber noch was zu finden. Daher würde ich es jetzt so machen, wir schauen uns erst nochmal das Freiluftkino an und gehen dann nochmal zur Station Nordwest durch diesen komischen unterirdischen Gang, um zu gucken, ob wir vielleicht da diese komische Familie erreichen. Ja, Mainfield. So, aber ich glaube, von hier können wir nicht, oder? Ging das auch von hier? Das heißt, wie spät ist es überhaupt nicht, dass ich da gleich im Dunkeln ankomme? Wir haben 20 vor 7. Ja, wunderbar, dann machen wir gleich. Nee. Ja, von mir ist 13. Und probieren dann mal abbrechen. So, kann ich von hier aus dahin porten? Nee, nicht dahin. Hier hin. Ja, oh, kann ich. Sehr schön. Ja, super, hier haben wir auch schon Meyerlux. Klasse, und da ballert einer auf uns. Ah, oh, Django ist da. Ja, das können wir natürlich gleich in die Tonne rauchen. Irgendwie. So, jetzt machen wir erstmal Gegenstände. Aber ich glaube, habe ich jetzt eigentlich abgespeichert, ich Idiot. Hilfe. Und wir brauchen Stimpaks, Menta, sie haben nichts zu fressen. Gar nichts. Dann brauchen wir wirklich die Stimpaks. Das jetzt aber. Super Mutantenbiest. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Beenden.
Super, eine Kamera, keine Munitionskiste. Das wird sowieso gleich alles weg sein, wenn ich dann tot bin. Habe ich jetzt hier... Ich werde deine Arme fressen, wenn du tot bist, Mensch. Ah! Ja. Ja, das war klar. Es ist nicht zu schaffen, mit der Schrottwaffe gegen eine Gatling Gun. Ja. Okay. Also das, die Thematik können wir definitiv in der Pfeife rauchen. Wir kommen hier, wir haben ja schon gegen einen Mylock an sich keine Chance. Und da werden wir einen mit der Gatling Gun. Können wir natürlich völlig in die Tonne treten. Solange wir noch nicht mal Munition in irgendeiner Form. Aber ich habe jetzt echt die Überlegung, ob ich nicht versuche, ihn hier unten durchzuschlagen in irgendeiner Form, so langsam. Aber es hilft nichts. Dann probieren wir die ganze Angelegenheit noch einmal hier hinten. Ja. Weil das war nun schade, aber ich komme nicht gegen eine Gatling Gun in irgendeiner Form an. Das schaffe ich schlicht und ergreifend nicht. Jedenfalls nicht mit den Waffen, die ich momentan habe. Das muss ich mal so ganz dunkel sehen. Hier ist der Ghoul. Weitergehen, Fleischklops. Darf man fragen, was das soll? Ja, das darfst du fragen, aber ich würde es ja gern riskieren, die beiden umzunieten. Aber probieren wir es einfach aus, ob wir es schaffen. Weitergehen, Fleischklops. Wo ist er jetzt hin? Okay, wir haben wieder... Sehr schön. Wir haben zumindest wieder mal das Sturmgewehr. Und haben Gegenstände. Wir werden natürlich sofort das Sturmgewehr einsetzen. So, wo ist die blöde Sau hin? Ist er jetzt abgehauen? Da ist er. Staub. So, mein Freund. Ah, so, 10 mm, da haben wir doch alles. Alles zumindest mal. Dann haben wir es jetzt auf die Art und Weise gelohnt. Erledigt. So. Jetzt geht die ganze Nummer schon mal ein bisschen besser. Jetzt wollte ich noch mal gucken. Er hatte doch irgendeine. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Er hat doch irgendeine Kiste, hat er doch gerade hier gesagt. Weil jetzt können wir erstmal gucken. Aktenschrank leer. Den Hammer ausgeräumt. Was haben wir hier noch? Oh, die Truhe ist leer. Also bei meinem Glück in diesem Spiel. Bei meinem Glück in diesem Spiel. Haben wir hier noch was? Kochplatte? Metallkochtopf? Irgendwas? Naja, aber wenigstens haben wir wieder... Oh, Splittermine. Haben wir wenigstens wieder etwas Munition für das Sturmgewehr. Wir haben etwas Munition für die 10 mm. Auf den Schreibtisch.
der hat keinen Wert. Kronkorken natürlich, Aschenbecher brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Ist hier noch was drin? Leer, leer, leer. Naja, das hat mich jetzt auch gewundert. So. Erste Hilfekasten, zwei Stimpacks, ein Blutpaket. Sehr schön. Ein Toaster möchte ich nicht. Werkzeugkiste. Lackierpistole. Was mache ich denn mit der Lackierpistole? So, und jetzt erinnere ich mich nämlich dunkel, sind wir das letzte Mal da rein. Ja, da ist Red drinne. Und da ging es weiter. Da sind wir dann wieder abgehauen. Und das, haargenau, werde ich beim nächsten Mal dann durchziehen. Zumindest mal sind wir etwas besser ausgerüstet, haben ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Und dann mal sehen beim nächsten Mal, wenn wir uns da unten durch diese Meierlocks durchschlagen, ob wir eventuellerweise dann diese komische Familie erreichen. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, bye bye und ciao. Ja, der Anlauf am Freilichtkino war wohl nix. Django, das Supermutantenbiest mit seiner Gatling Gun, erweist sich doch als etwas problematisch für uns, um es vorsichtig zu formulieren. Aber immerhin, wir sind jetzt den harten Weg gegangen, haben uns Opa Ghoul, den kleinen Drogenpuncher, vorgenommen und sind somit zumindest etwas wiederum zu Waffen und Munition gekommen. Und jetzt werden wir mal sehen, was sich hinten im Gang, der weiterführt, da noch verbergen wird. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!